Professor Tarantugas Sprechstunde von Stanislaw Lem. Herr Sianke, Sie. Kommen Sie herein. Es ist Zeit, Herr Professor. Das Wartezimmer ist voll. Ah, viele heute? 7 Personen. Ist dieser Verrückte mit dem Bart wieder da? Er ist schon vor einer guten Stunde gekommen und sitzt auf der Treppe. Sagen Sie ihm, ich habe auch heute keine Zeit für ihn. Das hat doch überhaupt keine Wirkung, Herr Professor. Das wissen wir doch. Dann werfen Sie ihn bitte raus. Er ist stärker als ich, Herr Professor. Also bitte sagen Sie ihm, ich empfange ihn nicht. Er soll fortgehen. Das habe ich ihm schon gesagt. Er will nicht. Er will nicht? Nein, er hat ein Modell mitgebracht. Das kann nicht sein. Doch, doch, Herr Professor. Er hat es bei sich. Na und, dreht es sich? Das ist doch unmöglich. Da muss Betrug mit dem Spiel sein. Haben Sie es selbst gesehen? Wie es sich dreht? Nein, es ist verpackt. Ach so. Na gut, soll er reinkommen. Na endlich! Sie haben mir nicht geglaubt, Herr Professor. Sie haben mir nicht geglaubt. Darum habe ich es jetzt mitgebracht. Bitte! Warum haben Sie sich nicht die Haare schneiden lassen? Ich hatte kein Geld. Geld für den Friseur habe ich Ihnen gegeben. Ich musste noch Teile kaufen. Mir fehlten ein paar Schrauben. Bitte. Ach. Das soll ein Perpetuum mobile sein? Das soll nicht nur ein Perpetuum mobile sein, das ist eins. Gleich werden Sie sehen. Eine richtige Maschine mit nie endender Bewegung. Morgen lasse ich sie patentieren. Es dreht sich nicht, Ihr Perpetuum mobile. Und ich sage Ihnen, es dreht sich. Gleich wird sich drehen. Ich muss nur erst die Kurbel finden. Die Schlüssel, Monatskarte, ein Reserverädchen. Wo ist denn nur die Kurbel hingeraten? Ich sehe doch, dass es stillsteht. Es rührt sich nicht. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Aber nirgendwo steht geschrieben, dass ein Perpetuum mobile von selber anläuft. Es braucht einen Impuls, einen ersten Impuls. Also bringen Sie es in Gang, aber schnell. Ich habe es eilig. Sie haben mich schon genug Zeit gekostet mit Ihren Belästigungen jede Woche. Wo ist denn nur die Kurbel? Ich könnte schwören, dass ich sie hier reingetan habe. Ich wusste ja, dass ich sie mitgebracht habe. Die Kurbel ist ja das Wichtigste. Achtung, ein epochemachender Augenblick. Herr Professor, bitte schauen Sie her. Sehen Sie? Ja, ich sehe, wie Sie drehen. Na und? Ach, hören Sie auf. Gleich. Es muss nur etwas in Schwung kommen. Hören Sie doch auf, ein Perpetuum mobile muss sich von selbst bewegen. Aber das weiß ich doch. Wem sagen Sie denn das? Schließlich arbeite ich schon über 7 Jahre an dieser Maschine. Herr Frick, 1000 Mal habe ich Ihnen gesagt, dass ein Perpetuum mobile unmöglich ist. Man kann keine Energie aus dem Nichts schöpfen. Das lassen die Naturgesetze nicht zu. Ihre sogenannte Erfindung ist kein Pfifferling wert. Hören Sie doch auf zu drehen. Ich kann nicht. Warum? Ich darf kein Risiko eingehen. Von dieser Vorführung hängt so viel ab für mich. Sie haben es mir versprochen. Wenn es sich dreht, geben Sie mir Ihr gesamtes Vermögen. Und wenn jetzt etwas blockiert oder kaputt geht, naja, was mache ich denn dann? Haben Sie die Absicht, noch lange den Dummen zu spielen? Nicht den Dummen, ich spiele nicht den Dummen, ich spiele nicht den Dummen. Das ist ein epochemachender Augenblick. Schauen Sie nur, wie herrlich sich das dreht. Ein echtes Perpetuum. Aber es dreht sich doch gar nicht von selbst. Sie drehen es doch. Ja, man muss es ja drehen, damit es sich dreht. Bitte achten Sie nicht darauf. Ich tue nur so. Wissen Sie, für alle Fälle. Es würde sich auch von selbst drehen. Ehrenwort. Hören Sie auf! Herr Professor,
Seien Sie ein Mensch. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt drehe, aber ich brauche 300 Zloty. Was, schon wieder? Ich muss den Strom bezahlen, sonst wird er mir gesperrt. Außerdem, ich bin kein Perpetuum mobile. Ich nicht. Ich muss etwas essen, um mich bewegen zu können. Ich lasse mich nicht länger an der Nase rumführen. Das ist eine Unverschämtheit. Trauen Sie denn Ihren eigenen Augen nicht? Sehen Sie nicht, wie sich's dreht? Herr Professor, was ist sicherer als das Zeugnis der eigenen Sinne? Aber Sie drehen doch! Na, das ist doch unwesentlich! Hören Sie auf! Nein, das Risiko ist zu groß. Ich kann nicht. Zu Hause hat es sich von selbst gedreht. Ich schwöre es Ihnen. Sie müssen mir glauben. Hören Sie den Klang. Wie herrlich es schnurrt. Ach, raus mit Ihnen, Sie Betrüger! Wieso denn Betrüger? Sie sind doch nur böse, weil ich bewiesen habe, dass ein Perpetuum mobile möglich ist. Haben Sie nicht. Na und? Sie sind eine Lunke. Was wollen Sie von mir? Das habe ich doch schon gesagt. Sie fragen mich immer dasselbe. Ich brauche, hören Sie mir endlich mal zu, 300 Zloty. Ich gebe Ihnen 100 unter der Bedingung, dass ich Sie nie wieder sehe. Es ist Millionen wert. Und Sie regen sich auf. Und stellen sich an wegen 300 lumpiger Zloty. Ich werde Sie mit 20% am Gewinn beteiligen. Was mit Ihnen? Wieso denn? Warum denn? Na gut, 40%. Mehr kann ich nicht. Sie pokern mich ja regelrecht aus. Hier sind 200 Zloty. Ich habe gerade keine Hand frei. Bitte, stecken Sie mir das Geld in die Tasche. Ja, da. Danke. So, Sie, noch heute fange ich an. Ein doppelt so großes Modell zu bauen. Sie werden sehen! Unerhört hier! Na, Herr Professor, hat sich's gedreht oder hat er's gedreht? Mir dreht sich's noch. Im Kopf. Wenn er das nächste Mal aufkreuzt, rufen Sie bitte gleich die Polizei an. Das sagen Sie doch immer. Kann der Nächste reinkommen? Ein Augenblick. Ich muss mich erst erholen. Hier ist denn der Nächste? Ein neuer. Den habe ich noch nie gesehen. Ja. Hat er was mitgebracht? Nein. Ah, lass ihn hier rein. Bitte sehr. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich habe 5 Minuten Zeit für Sie, ich höre. Aber Herr Professor, 5 Minuten sind zu wenig für mich. Es geht um die Früchte langjähriger Überlegungen und Erfahrungen. Noch 4 Minuten, 50 Sekunden, ich höre. Sie sind rücksichtslos. Gut, ich versuche es, ich rede schon. Herr Professor, ich bin kein gewöhnlicher Erfinder. Na, gewöhnlich ist natürlich keiner, was wünschen Sie? Ich bin weder Erfinder noch Entdecker. Ich bin Anti-Entdecker oder Zudecker. Hä? Eine tiefgründige Analyse der gesamten Geschichte hat mich zu dem Schluss geführt, dass die Menschheit keine Entdeckung mehr braucht. Ganz im Gegenteil. Sie leidet an deren Überfluss. Ich habe beschlossen, dem abzuhelfen. Und wie soll das geschehen? Durch das Zudecken besonders gefährlicher Entdeckung. Was ist denn der Albtraum der Welt? Die Atomenergie. Also, was muss man tun? Man muss sie zudecken. Das habe ich beschlossen. Wie? Ich verstehe nicht. Ganz einfach. Jede geniale Idee ist einfach. Bitte. Hier. Das ist der Plan, wie man vorgehen müsste. Oh, was ist denn das? Beschäftigen Sie sich mit Genealogie? Das ist der Stammbaum von Albert Einstein. Einstein hat doch als erster mit dem Atom angefangen. Er hat die Äquivalenz von Energie und Materie entdeckt. Also muss man die Ehe seiner Eltern nicht zustande kommen lassen. Wenn sie nicht heiraten, bekommen sie keine Kinder. Und wenn sie keine Kinder bekommen, wird Einstein nicht geboren. Und wenn er nicht geboren wird, gibt es auch keine Atombombe. Ja, da wissen Sie, seine Eltern haben schon vor fast 100 Jahren geheiratet. Und er ist geboren worden. Macht nichts. Wozu haben wir das Zeitvehikel? Das Zeitvehikel? Klar. Man muss in die Vergangenheit zurückfahren. Einsteins Eltern vor ihrer Verlobung ausfindig machen und sie mittels entsprechender Intrigen auseinanderbringen. Oh. Ich habe verschiedene Methoden dafür erdacht. Gerüchte. Appell an den Ehrgeiz. Aufhetzen der Familien. Schmiergeld und Bestechung. Äußerstenfalls eine Entführung der Braut. Oh. Wenn das nicht gelingt, muss man noch weiter zurückfahren und die Ehen der Eltern von Einsteins Eltern auseinanderbringen. Auf irgendeiner Etappe muss es gelingen. Das steht absolut fest. Und das Zeitvehikel haben Sie auch erfunden? Nein, ich kann nicht alles selbst erfinden.
Für Maschinen sind Sie zuständig, Herr Professor. Ich stelle den Attentzug zur Verfügung und Sie das Zeitvehikel. Halbe, halbe. Was ist denn das nun schon wieder? Atemzug? Die Abkürzung für meinen Plan. Ad, Atom, N, Energie, Zut, Zudeckung. Attentzug. Mein lieber Mann, auch wenn sich das alles machen ließe, raus käme doch nichts dabei. Wenn Einstein nicht geboren wird, entdeckt ein anderer die Formeln. Wer? Weiß ich nicht. Irgendein Wissenschaftler bestimmt. Dann muss man dessen Eltern suchen und auseinanderbringen. Mein Lieber, Sie können nicht alle Ehen auseinanderbringen, weil Sie dann selbst aufhören zu existieren. Solange aber Kinder auf die Welt kommen werden, einige von Ihnen Wissenschaftler und Entdecker. Ihre 5 Minuten sind abgelaufen. Ihr Einfall interessiert mich nicht. Leben Sie wohl. Interessiert Sie nicht? Was heißt denn das? Das heißt, ich gehe jetzt fort und Sie bleiben mit meinem epochemachenden Einfall hier. Ich mit Ihrem Einfall? Ich kann ihn überhaupt nicht gebrauchen. Ho-ho! Hören Sie ab mit Ihrem Ho-ho. Eigentlich wollte ich es nicht aussprechen, aber wenn Sie mich dazu zwingen, bitteschön, Ihr Einfall ist idiotisch. Ho-ho! Bei solch einem Einfall heißt es immer zuerst idiotisch, idiotisch. Und dann macht man das große Geld damit. Eine unverschämte Unterstellung. Was wollen Sie eigentlich? Ihr Teilhaber werden. Verstehen Sie nicht, was ich sage? Ich halte Ihren Einfall für Unsinn und will nichts davon hören. Aber wenn ich gehe, denken Sie weiter daran. Herum. Ich kann das ja nicht einfach in meinem Kopf auslöschen. Das weiß ich. Das verlange ich auch nicht. Was dann? Den Gegenwert. Sie wollen Geld? Klar. Ich lasse mich nicht ausnehmen. Gehen Sie bitte. Sie geben mir 1000 und wir trennen uns in Frieden. Eher wachsen mir Haare auf der Handfläche. Dann 500 und Ihr Ehrenwort ist nicht auszunützen. Ich kann Ihnen mein Ehrenwort geben und 50 Groschen für die Straßenbahn. Sie, denken Sie doch mal nach. Dieser Einfall ist doch kein heller Wert. Denken Sie doch mal nach. Wenn man zu einem Nylonfabrikanten geht und ihm sagt, beteiligen Sie mich am Gewinn oder ich mache mit meinem Zudecker die Erfindung des Nylons unmöglich und Sie sind ruiniert. Glauben Sie nicht, dass er einverstanden wäre? Ich glaube, in Ihnen steckt nicht nur das Zeug zum Entdecker. Zudecker? Meinetwegen Zudecker, sondern zum ganz gewöhnlichen Erpresser. Ich gebe Ihnen nichts. Sagen Sie jetzt wieder Hoho. Nein. Ich nehme Sie meine schwarze Liste auf. Was für eine Liste? Glauben Sie bloß nicht, dass Sie der Erste sind, der mir meinen wertvollen Einfall abluchst. Alle, die mir den Gegenwert verweigern, nehme ich in meine Liste auf. Wenn meine Entdeckung, meine Zudeckung dann funktioniert, werde ich die Ehen der Eltern von all denen verhindern, die mich mit leeren Händen abziehen ließen. Dadurch werden auch Sie aufhören zu existieren. Aus mit Ihnen! Es werden Sie noch. Das werden Sie noch bedauern! Wer ist das, Janko? Ja? Ich wollte gerade reinkommen. Oh, warm ist mir geworden. Hoho. Wer ist der Nächste? Noch ein neuer. Mit Modell? Irgendwas trägt er unterm Arm. Ein Verrückter? Ich weiß nicht, Herr Professor, aber seine Augen glänzen und irren so herum. Was hilft's? Soll er reinkommen? Bitte. Gestatten Sie, Ingenieur Zumpf. Sie sind Ingenieur, Herr Zumpf. Das klingt sachlich. Bitte nehmen Sie Platz. Ich höre. Wissen Sie, dass die größte Sehnsucht der Menschen das Leben nach dem Tode ist? Eine Fortsetzung des Seins nach dem Tode, in Gestalt eines Geistes. Doch war dieses Problem bisher umstritten. Die spiritistischen Manifestationen wurden angezweifelt. Entschuldigung, sind Sie Spiritist? Wenn ja, dann... Nein, nein, ich bin nicht Spiritist und glaube auch nicht an Geister, weil es keine gibt. Ich habe das genau untersucht. Also, worum geht es dann? Gleich, wenn Sie mich bitte nicht unterbrechen wollen. Gut. Wie gesagt, Geister gibt es nicht. Damit ist die Sache jedoch nicht erledigt. Denn die Menschen wünschen sich welche. Auf dem Markt gibt es schon einen Bedarf. Und also muss man die Produktion ins Auge fassen. Entschuldigung, die Produktion wovon? Von Geistern. Das ist nicht so schwierig, wie es aussieht. Zunächst stellt man durch eine Meinungsumfrage fest, welche Wünsche und Erwartungen das breite Publikum hat. Zum Beispiel, dass der Geist durch materielle Hindernisse wie Mauern, Türen, Wände hindurchgehen muss.
dass er Gegenstände schweben lassen kann und anderes mehr. Das gesammelte Material hat es mir möglich gemacht, den Musterprototyp eines Geistes zu erarbeiten und dazu Varianten, die gewisse besondere Wünsche berücksichtigen. Mit einem Wort, Sie haben eine Methode zum Simulieren von Geistern ausgedacht, ja? Wissenschaftlich ausgearbeiteter Humbug. Entschuldigen Sie, aber das riecht doch sehr nach Betrug. Ich muss doch sehr bitten. Was sagen Sie da? Humbug, Betrug? Nichts dergleichen. Ich mache Ihnen nichts vor. Ich sage doch ganz deutlich, Geister hat es nicht gegeben. Auch Flugzeuge hat es nicht gegeben. Jetzt aber sind sie da, weil sie konstruiert wurden. Meinen Sie, man könnte keine Geister bauen? Dann irren Sie sich gewaltig, denn ich habe es bereits getan. Ja. Sobald ich das entsprechende Kapital bekomme, bin ich jederzeit imstande, die Serienproduktion aufzunehmen. Von Geistern? Ja, wie denn? Ja, mithilfe meines Apparats. Des Phantomotrons. Die Pläne und technischen Daten dafür habe ich hier. Ja. Darf man sehen? Tut mir leid, vorläufig nicht. Zuerst müssten wir einen Vorvertrag haben. Und jetzt geben Sie keine weiteren Erläuterungen? Das Phantomotron ist noch nicht patentiert. Deshalb kann ich leider noch nichts sagen. Ja. Dann schreiben Sie bitte auf, was Sie eröffnen werden, wenn Sie das Patent haben, und hinterlegen Sie das bei meinem Sekretär. Das werde ich tun. Und noch ein paar Proben beifügen. Was für Proben? Ektoplasma, Wachsabdrücke, auch ein paar Fotos. Ausgezeichnet. Auf Wiedersehen, Herr Zump. Meine Verehrung, Professor. Ich lasse von mir hören. Magister Sianko. Ja, bitte. Sind noch viele draußen? Noch drei. Wie war es denn mit dem Ingenieur eben? Auch verrückt? Ach, zweifellos. Ach, gibt es denn wirklich keine echten Erfinder mehr auf der Welt? Soll ich den nächsten reinlassen, Herr Professor? Nein. Gleich. Ja, auch Kopfschmerzen. Ich muss ja sehr Tablette nehmen. Ja, Magister. Wir können dann gehen. Wenn nur noch drei übrig sind, komme ich schon allein zu euch. Oh, danke, Herr Professor. Also dann, bis morgen. Mhm. Wer ist der Nächste? Jetzt bin ich dran. Ach, Sie, bitte. Guten Tag. Bitte. Ich höre. Als Geschäftsmann möchte ich keine unnützen Worte verschwenden. Mein Angebot betrifft nicht eine Einzelerfindung, sondern eine ganze Sequenz. Ach, eine Sequenz, ja. Ja. Sie spielen nicht Bridge, nein? Naja, er macht nichts. Ich kann Sie über die Einzelheiten informieren, denn die erste Sequenz ist bereits patentiert. Oh, sehr lobenswert. Was ich Ihnen als Nummer 1 demonstriere, wird ein echtes goldenes Ei. Das heißt, ein Huhn, das goldene Eier legt, für den Konzern, der hinter Ihnen steht, Herr Professor. Ein Konzern? Hinter mir. Ja. Na gut. Also. Bitte. Hier. Oh, was ist denn das? Ein Stratosphärenballon. Ein Ei. Sie haben noch was von Eiern gesagt. Nein. Das ist das Modell des Anter. 40-fach vergrößert. Das Original misst nur 27 mal 8 mm. Das ist kein Ei, sondern ein miniaturisierter Radiosender, der gegen Magensäure unempfindlich gemacht ist. Ach, ein Radio zum Verspeisen. Sie begreifen überaus schnell, Herr Professor. In der Tat, dieses Radio verspeist man, besser, man schluckt es bei Gefahr. Entschuldigung, und es bleibt nicht in der Kehle stecken. Kein Gedanke, bitte. Hier ist eins in Originalgröße. Sie können es sofort runterschlucken. Ach, ja. Ich habe die ganze Schachtel voll. Sie riskieren nichts. Es ist nur ein Modell. Vorläufig nicht, danke. Diese epochemachende Erfindung beseitigt die entsetzlichste Plage unserer Zeit, den Terrorismus. Und zwar in jeder Form, besonders die Entführung von Menschen. Darf man wissen, wie? Ja, das ist das Antidotum, das Gegenmittel gegen Entführungen. Nehmen wir an, man will Sie entführen. Sie fahren in aller Seelenruhe mit Ihrem Auto,
Da schneidet Ihnen jemand den Weg ab, bedroht Sie mit dem Revolver, zerrt Sie aus dem Wagen und fesselt Sie wie einen Hammel. Es wäre in der Tat unangenehm. Und was tue ich dagegen? Sobald Sie sehen, was Ihnen bevorsteht, greifen Sie in die Westentasche nach Ihrem Anter, legen ihn auf die Zunge, so, einspeicheln zum besseren Gleiten ist nicht nötig, er ist aus Teflon, und schlucken ihn nur runter. Vor dem Schlucken nur leicht draufbeißen. Dann schaltet sich der Strom ein und der Anter sendet von nun an 100 Stunden lang Alarmsignale, die im Umkreis von 1000 Metern empfangen werden können. Die Signale sind individualisiert, dadurch erfährt die Polizei sofort, wer entführt wurde. Ach so, und wohin auch der Entführte gebracht wird, immer signalisiert der Sender aus seinem Magen den Aufenthaltsort. Genau. Ja. Und wenn die Terroristen dem Entführten ein Abführmittel geben, das ist doch mehr als wahrscheinlich, wissen Sie, denn solche Dinge sprechen sich schnell herum. Die schieben ihm ganz einfach, noch bevor er gefesselt wird, ein Messer zwischen die Zähne und eine Kapsel mit Rizinusöl in die Kehle. Was sagen Sie dazu? Selbstverständlich, Herr Professor, ist die Außenhülle des Anter mit einem kräftigen Antidurchfallmittel überzogen. Ach, mein Lieber, dann droht die Möglichkeit einer beiderseitigen Eskalation. Wie meinen Sie das, Herr Professor? Ganz einfach, wenn wir die Kapsel mit immer stärkeren Stopfmitteln umgeben, werden die Entführer zu immer stärkeren Abführmitteln greifen. Sie versuchen vergeblich, meine Erfindung ad absurdum zu führen. Es geht nicht darum, die Peristaltik, das heißt die Darmbewegungen, überhaupt anzuhalten. Das ist unmöglich. Sondern es geht darum, die Ausscheidung des Senders aus dem Körper zu verzögern. Zum Beispiel, Sie werden in einen Jutesack gesteckt. Oder man rollt Sie in einen Teppich ein, hopp, auf dem LKW und weg damit. Inzwischen aber hat die Polizei die Signale empfangen, noch bevor der Fahrer den ersten Gang einlegt. Und schon macht die Polizei sich auf, sie zu befreien. Hubschrauber mit empfindlichen Empfängern und so weiter. Aber das ist noch längst nicht alles. Ach, Sie haben noch Verbesserungen ausgetüftelt. Ja, aber auch gleich ein Gegenmittel. Wie bitte? Na, für die andere Seite. Bekanntlich lässt Metall Radiowellen nicht durch. Um dem Entführten das Signalisieren unmöglich zu machen, packt man ihn einfach in den Kofferraum eines Autos. Wenn aber der Entführte ziemlich beleibt ist, können Schwierigkeiten entstehen. Dann sollten die Entführer diese hübsche Pellerine hier verwenden. Sie ist mit Metallfolie gefüttert und reflektiert die Radiowellen vorzüglich. Man kann meine Pellerine in der Hosentasche oder in der Handtasche tragen. Wenn man jemanden damit einwickelt, gibt er kein Lebenszeichen mehr von sich. Einfach. Was? Ja, entschuldigen Sie, aber das ist irgendwie verwunderlich, irgendwie widersprüchlich. Erst denken Sie sich ein Mittel gegen den Terrorismus aus und dann bieten Sie ein Gegenmittel an, das die Geschäfte der Entführer wieder blühen und gedeihen lässt. Das ist einfach unfein. Ich weiß nicht, ob das fein oder unfein ist, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Früher oder später wäre sowieso irgendjemandem der Einfall gekommen, die entführte Person in Metallfolie einzuwickeln und der hätte dann ein hübsches Sümmchen dran verdient. Weshalb also soll ein anderer verdienen, was ich selbst verdienen kann? Warum machen Sie sich dann überhaupt die Mühe mit der Produktion für die eine und für die andere Seite? Einerseits die Sender und andererseits die Folienpellerinen. Dann steht es ja doch remis, keine Seite ist überlegen. Tja, Professor Tarantoga, ich bin da nicht besser und nicht schlechter als gewisse Staaten, die anderen Staaten sowohl Panzer wie Panzerabwehrwaffen verkaufen. Außerdem habe ich hier in diesem Behälter die Nummer 3, meine Erfindungssequenz. Bitte sehr. Das da? Das ist doch ein gewöhnlicher Kürbiskern. Nein. Das ist nur die äußere Tarnung. Innen steckt ein winziger Superhead mit Molekularkreisen. Man hat davon mehrere im Mund, als ob man Kürbiskerne kauen würde. Und dann genügt es, sie auszuspucken. So. Am besten auf den Entführer. Das Ding bleibt dann am Anzug kleben und beginnt zu senden. Reichweite der Signale 900 Meter. Bei Abnahme von mehr als einem Dutzend 15% Rabatt. Der Entführte braucht sie nur ganz unschuldig auszuspucken. Damit wird der Weg markiert, auf dem man ihn wegschleppt. Das funktioniert sogar, wenn die Entführer das Auto wechseln. Und wenn sie ihm sofort einen Knebel in den Mund stecken? Auch dafür gibt es ein Gegenmittel. Aber ich kann es Ihnen nicht verraten, weil es noch nicht patentiert ist. In 5 Tagen werde ich Ihnen aber auch... Und auch gegen dieses Gegenmittel haben Sie bestimmt ein super Gegenmittel, oder? Klar. Ich sag's gleich, weil ich nicht gern Zeit verliere. Ich habe davon 47 Stück im Koffer. Je zur Hälfte für Entführte und für Entführer, nicht wahr?
Ungefähr. Und Sie haben gewagt zu behaupten, es sei nun vorbei mit den Entführungen? Sie sollten von den Terroristen eine Sonderprämie erhalten. Was aber meine Person betrifft, so sage ich Ihnen unumwunden, Herr Schneller. Langsam, Herr Professor, langsam. Ich habe mein letztes Wort noch nicht gesprochen. Das Ausstellungsstück habe ich nicht bei mir. Aber hier, in diesem Katalog, sehen Sie eine komplette Ausrüstung für Leute, denen eine Entführung droht. Die ist kostspielig, das stimmt. Aber verglichen mit dem durchschnittlichen Lösegeld sind es geradezu Groschen. Zum Beispiel bei einem Schlag auf den Kiefer. Oder wenn Sie mit den Zähnen knirschen, löst sich aus Ihrer Mundhöhle die BVW und liefert eine Grundlage zu Verhandlungen. BVW, was ist das? Biologische Viruswaffe, BVW. Viren neuesten Typs. Unerhört bösartige. Sie tragen sie ständig in ihren Backenzähnen in Spezialblomben. Die Tödlichkeit beträgt 100%. Dann droht doch die höchste Gefahr dem, der diese Viren in seinen Zellen herumträgt. Keineswegs. Denn der ist immunisiert. Im Fall einer Entführung hingegen beißt er die Behälter auf und dann genügt es, die Entführer anzuhauchen, um die retteten Verhandlungen aufnehmen zu können. Was für Verhandlungen? Das Mittel gegen diese Viren befindet sich in einem Spezialsafe unter ständiger Polizeiaufsicht. Sie sagen den Entführern, lasst mich auf der Stelle gesund und wohlbehalten frei, dann bekommt ihr das Gegenmittel. Wenn nicht, geht ihr jämmerlich zugrunde. Was? Der Mensch soll mit solchen giftigen Erregern in der Mundhöhle herumlaufen? Das ist ja entsetzlich. Er kann doch aus Versehen drauf beißen und einen völlig Unschuldigen anhauchen. Was dann? Der Geschädigte meldet sich bei der Polizei und erhält das Gegenmittel. Wirkt das hundertprozentig? Nein, das tut es nicht. Es gibt keine Wunder. In 8% der Fälle kommt es trotz des Gegenmittels zu dauernden Lähmungen, weil diese Viren das Nervensystem angreifen. Was schauen Sie mich so an? Da kann man nichts machen. Habe ich etwa den Terrorismus erfunden? Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Jedenfalls ist mein auf der BVW basierende Erfindung unübertroffen. Mit einem Anhauchen erledigen Sie alle Gelüste der Entführer. Auch wenn sie in ihren Zähnen gewöhnliche Schnupfenviren hätten. Denn die Terroristen, die keine Bakteriologen sind, können das nicht feststellen. Ich fürchte, die werden bald ihrerseits Panzerhemden, Masken und Handschuhe anziehen. Und das Ergebnis wird sein, dass wir uns auf dem toten Punkt befinden. Sie irren sich. Mein Prinzip ist der strategische Gedanke der Gegenwart. Das Wichtigste ist, den Aggressor abzuschrecken. Wer mein antiterroristisches Set erwirbt, sollte das nicht geheim halten. Im Gegenteil, alle sollen wissen, dass er ein Jackett und in der Brille Sirenen hat, ein Hyperithemd und einen giftigen künstlichen Kiefer. Einen künstlichen Kiefer? Man muss sich also zuerst alle Zähne ziehen lassen. Nein, wozu ziehen? Nach ein oder zwei misslungenen Führungsversuchen sind sowieso alle hin. Das klassische Problem, wissen Sie, Schild und Schwert. Eine solche Rivalität hat vorzügliche Folgen. Welche? Es entstehen neue Zweige des Dienstleistungsgewerbes, zum Beispiel die Rüstungswäscheindustrie, die bakteriologische Dentistik, die Kleidungselektronik und damit gibt es eine Menge neuer Arbeitsplätze. Ist das schlecht? Nun, und der Einfluss auf die Damenmode ist geradezu ungeheuer. Auch Frauen werden ja entführt, am liebsten als Geiseln bei Banküberfällen. Für Damen habe ich sehr schönen Brisanzschmuck und erschütternde Dessous. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Apparatur im Blockabsatz eines Damenschuhs untergebracht werden kann. Jetzt arbeite ich zum Beispiel an einer Vorrichtung, die auf den Ruf Hände hoch automatisch mit blendenden Blitzlichtern aus den Ohrclips antwortet und einen Rauchvorhang entstehen lässt. Ziemlich kompliziert, aber ich habe schon erste Ergebnisse. Wie Sie sehen, bin ich kein lebensfremder Fantast, kein Klugscheißer mit ideologisch vernageltem Kopf. Nein, ich glaube an den Fortschritt, an die Wissenschaft und stehe mit beiden Seiten ständig in Verbindung, um meine Geräte zu vervollkommen. Mit beiden Seiten, sagen Sie. Natürlich. Sowohl mit der Polizei, als auch mit renommierten Entführern, die ihre Drohungen nicht einfach ins Blaue hinein ausstoßen. Zweifellos wird es zu einer Eskalation kommen. Aber, verstehen Sie, am Ende sieht die Verteidigung, denn es wird doch so kommen, dass der Entführer in dreifacher Asbestkombination handeln muss. Hinter einem Schirm von Panzerschilden, unter Mitwirkung von Raketen und Laserstrahlen. Und das lässt sich nicht mehr so weit miniaturisieren, dass man es in der Hosentasche tragen kann. Schon heute ist die primitive Entführung nach alter Räubermethode ein Anachronismus. Die Technik entscheidet über alles.
Nun gut, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Mein Sekretär wird Ihnen in Kürze eine Antwort zukommen lassen. Aber bitte beeilen Sie sich. Ich habe eine Menge Angebote. Meine Verehrung. Auf Wiedersehen. Herr Professor. Wer ist der Nächste, bitte? Ja, wir gehören zusammen, mein Kollege. Na, dann kommen Sie beide. Dankeschön. Ja, Herr Professor, ich komm hier. Komm. Ja. Ich muss einleitend klarstellen. Dankeschön. Ich muss einleitend klarstellen, Herr Professor, dass wir keine Erfindungen anbieten. Ja, wir haben einen neuen Beruf entwickelt, den unsere Zeit dringend braucht. Wir sind Antizipisten. Ja, Antizipisten. Ja, wir glauben, dass es nicht genügt, Erfindungen zu machen. Darüber hinaus ist es nötig, Ihnen zuvorzukommen. Unbedingt. Ja, ich muss Sie enttäuschen. Sie sind nicht das Erste auf diese Idee gekommen. Gerade war jemand hier, der sich mit dem Zudecken von Entdeckungen beschäftigt. Ah. Aha. Ja, ich glaube, mein Teilhaber hat sich auch nicht ganz präzise ausgedrückt. Unter Erfindungsprophylaxe verstehen wir eine Vorbereitung der Öffentlichkeit auf Neuheiten und nicht ein Vernageln schöpferischer Gedanken. Ja. Wenn Sie gestatten, werden wir Ihnen unser Vorhaben an einem konkreten Beispiel darlegen. Ja, ich höre. Die Menschheit wurde bisher von den Überraschungen des Fortschritts getroffen, wie der Hase auf dem Feld vom Schrot, ohne Vorwarnung, Orientierungshilfe und Einübung. Ja. Herr Benz und Herr Daimler sägten von einem Pferdefuhrwerk die Deichsel ab, setzten einen kleinen Benzinmotor hinein und niemand bemühte sich, die Folgen dieses Schrittes vorauszusehen, durch den wir heute lauter Blei in den Knochen, Rauch in der Lunge und Löcher in den Taschen haben. Irgendjemand bastelt leichtsinnig herum und nachher stöhnt die gesamte Menschheit unter den Konsequenzen. Das kann nicht länger so weitergehen. Nein. Mit einem Wort, Sie betreiben Futurologie. Keineswegs. Am besten werden Sie das Wesen unserer Tätigkeit anhand des eben erwähnten Beispiels verstehen. Hier, Herr Professor, der Atlas der künftigen Anatomie des Menschen. Ja, das ist der Atlas. Ja. Das sind ja fantastische Geschöpfe. Mhm. Ja. Was sind denn das für Kugeln? Das sind die Kugellager in den Gelenken. Ja. Von nun an ist Schluss mit dem Rheumatismus. Bekanntlich gibt es noch keine Geningenieurtechnik. Die Chancen dafür allerdings sind da. Zwar beschwören die Wissenschaftler sich gegenseitig unbedingt auf diese Genmanipulation beim Menschen zu verzichten. Aber jedes Kind weiß, wie das enden wird. Man hatte ja auch Einwände gegen Freiballons, gegen Flugzeuge, gegen die Eisenbahn, gegen Wolkenkratzer und so weiter. Und was ist aus diesen Einwänden geworden? Nichts. Nichts. Wir können also getrost sagen, in Kürze kommt die Zeit für die natürliche, genbedingte Umgestaltung des Menschen. Der Homo sapiens wird einer wissenschaftlichen Kritik unterzogen, umkonstruiert und rationalisiert. Hier auf dieser Tafel sehen Sie die Folgen der Reorganisation des Verdauungsapparates. Was hat er hier im Magen? Zähne? Nein. Pass auf, wir stehen am Ende der Leckerbissen-Ära. Um sich zum Beispiel von Baumrinde zu ernähren, genügen die Zähne im Mund nicht. Die Zerkleinerung der Masse in der Speiseröhre ist notwendig. Der künftige Mensch wird einfach alles essen können, auch Torf. Also. Und darf ich mal? Hier, sehen Sie mal, hier. Hier sehen Sie die grundlegende Umorganisation der Harn- und Geschlechtsorgane. Hier sind die unteren Extremitäten eines menschlichen Männchens und eines Weibchens im Jahre 2150 mit einer Abweichungstoleranz von plus minus 10 Jahren. Was? Ja. Die Knie sollen nach hinten einknicken und nicht nach vorn? Mhm.
Darf man wissen, warum? Ja, ein sitzender Mensch nimmt mehr Platz ein als ein stehender Vogel derselben Größe. Bitte, hier das vergleichende Diagramm. Ja, hier, wenn der Mensch sich setzt, muss er die Knie nach vorn schieben. Sie benötigen dann zusätzlichen Raum, was unter anderem den Autokonstrukteuren Schwierigkeiten bereitet. Ein Huhn oder ein Strauß dagegen setzt sich auf seine eigenen Beine. Sie ragen nicht über den Körperumriss hinaus. Diese Umarbeitung der Kniegelenke ist notwendig wegen des zunehmenden Gedränges und Platzmangels. Menschen mit vorn herausragenden Knien werden binnen Kurzem zu schwarzen Schafen, zu mit Recht verfolgten Reaktionären, zum Beweis für die Rückständigkeit und Gedankenlosigkeit des Traditionalismus. Setz dich hin. Ja. Reg nicht so auf. Mein Teilhaber ist ein enthusiastischer Pädiklaster, Professor. Entschuldigen Sie. Ja? Was haben Sie gesagt? Pädiklast, habe ich gesagt. Pädiklast. Haben Sie verstanden? Pes, Pedis, Bein, Klasie, Brechung, Biegung. Der Knie nach hinten. Er hat diese Entdeckung gemacht, doch die Kniefrage ist nur eine Einzelheit am Rande. Etwas ganz anderes ist es, die Geschlechtsorgane in Etappen umzuorganisieren. Bitte hier auf den Tafeln, ab Seite 339. Haben Sie? Ja. Hallo. Sie planen ein Auge im Bauchnabel? Nein, das ist kein gewöhnliches Auge und ein Bauchnabel ist das auch nicht mehr. Die Menschheit hat die Lösung der Fortpflanzungsfragen von den Tieren geerbt. Ja, leider mit höchst fatalen Konsequenzen. Wieso? Das Harnausscheidungsorgan wurde mit dem Geschlechtsorgan verbunden, weil das besonders einfach war und viel Material sparte. Doch bekanntlich sind Universalwerkzeuge für mehrere Funktionen nicht viel wert. Schauen Sie, ein Hammer, der nicht nur ein Hammer ist, sondern außerdem auch noch ein Schaumschläger, ein Schuhlöffel, ein Schraubenzieher und Korkenzieher, ist doch als Hammer stets schlechter als ein gewöhnlicher Hammer. Oder ein Stuhl, den man auch als Spazierstock benutzen kann, ist weder ein bequemer Stuhl noch ein handlicher Spazierstock. Darüber hinaus hat die Anordnung der Fortpflanzungsorgane leider bis zum heutigen Tage den Charakter eines Skandals beibehalten. Um nicht zu sagen, einer Ohrfeige für die guten Sitten, die Ästhetik und die höheren Ideale. Der heilige Augustin bemerkte zutreffend, wir würden inter feces et urinam geboren. Die Stelle, von der aus der Mensch bei der Geburt seinen ersten Blick tut, ist, was den Standpunkt der Ästhetik und der Würde unserer Gattung betrifft, nicht besonders glücklich gewählt. Nur mit der jahrhundertealten Unfähigkeit, die unerlässliche Umgestaltung vorzunehmen, kann man den noch heute herrschenden primitiven Stand der Dinge erklären. Es ist also klar, Herr Professor, sobald die Geningenieurtechnik den herkömmlichen Körperbau aus den Angeln heben kann, kommt zuallererst der Sex dran. Ja, ich verstehe Ihre Intention. Ja. Aber ich verstehe nicht, was ihr mit dem Bauchnabel gemacht habt. Ich sehe doch dort ein Auge. Ich will sagen, es ist ein aufreizendes oder erotisches Auge. Es bereitet intime Kontakte im Sinne der Gleichheit und gegenseitigen Achtung vor. Niemand wird mehr einen anderen besitzen und erwerfen, besteigen und so weiter. Die Pferdephase der Erotik, um es so zu nennen, geht ihrem Ende entgegen. Und was ist das hier für ein Haufen? Das ist kein Haufen, das ist eine gewöhnliche Ehe der Zukunft. Eine Familie mit erwachsenen Kindern? Ja. Was machen die? Tanzen? Nein, die bringen ein Nachkommen zur Welt. Was, sie gebären? Ja. Ein Kind? Ja. Alle zusammen? Ja, es ist eine Geburt vom Bann. Für die Frauenrechtsbewegung von heute stellt die Anatomie ein unüberwindliches Hindernis dar. Wie kann es eine Gleichheit geben, wenn die Frau alles selbst erledigen muss und der Mann allenfalls Blumen besorgt? Diese veraltete Anatomie liefern wir dort ab, wo schon die Feuersteinbeile liegen, nämlich im Museum. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11. Ja, eine Ehe aus 11 Personen? Ja, mit einer Abweichung von 1 oder 2 Personen in beiden Richtungen. Das überrascht Sie, Herr Professor. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Diese Menschenmenge soll eine Ehe sein. Ja. Wie kann man gemeinsam gebären?
Und wie kann man gemeinsam ein Auto bauen? Das Bedürfnis dazu gibt's ja schon seit langem in der breiten Bevölkerung. Das beweist der Gruppensex. Außerdem gibt es immer noch den unüberwindlichen Widerspruch zwischen dem öffentlichen Charakter der Gesellschaft und dem privaten Charakter der Ehe. Sie, Herr Professor, werden doch zugeben, dass die Fragen des Ehebitts keine öffentlichen Fragen sind. Und das ist schlecht? Fatal ist das. Der ehrliche Pluralismus beseitigt diesen Widerspruch. Allein infolge der Partneranzahl wird alles Private öffentlich. In einer Zweierbeziehung gibt es bei Ehestreitigkeiten keinen Raum für Vermittlung und Schiedsspruch. Wegen winziger Kleinigkeiten muss man vor Gericht gehen. Bei 12 Ehepartnern dagegen finden die Zerstrittenen im eigenen Kreise jederzeit einen Vermittler. Muss man ja sagen. Ja. Außerdem sind die Geschlechtsunterschiede heute recht extrem. Jeder ist entweder Frau oder Mann und weiter nichts. Ja. Dem wird nun abgeholfen. Gleitende Übergänge, feine Abstufungen werden neue Horizonte der Liebe schaffen. Und schließlich, Herr Professor, die Hauptsache, der Entschluss zum Kinderkriegen. Heutzutage hängt die Frage, ob ein Kind gezeugt wird, von solchen Dummheiten wie Stromausfall, Benzinmangel oder Streik ab. In der pluralistischen Ehe dagegen wird am Anfang eine Arbeitsbesprechung stehen. Über alles wird zunächst abgestimmt. Und die Kinder werden je nach Stimmenmehrheit zur Welt kommen. Selbstverständlich, darauf beruht ja die Demokratie. Ja, ich weiß immer noch nicht recht, woher Sie die Gewissheit nehmen, dass es gerade so kommen wird. Vielleicht kommt es umgekehrt. Vielleicht entwickelt sich der Mensch zum Hermaphroditen und es entstehen, bildlich gesprochen, Ein-Personen-Ehezellen. Ja, anatomisch wäre das möglich. Aber, Herr Professor, wir greifen an dieser Stelle als Antizipisten ein, um vor den entsetzlichen Folgen der Monogamie zu warnen. Oh nein, ein Kind automatisch zu empfangen, so als wenn man sich in der Nase bohren würde, hätte ein sintflutartiges Anwachsen der Bevölkerung zur Folge. Also beschäftigen Sie sich doch mit Futurologie, wenn Sie voraussehen. Die Veränderungen in der Anatomie sind die ersten Schritte zu unserer eigentlichen Tätigkeit. Das war nur ein Beispiel. Gestützt auf die Daten solcher Veränderungen kodifizieren, beraten, warnen, organisieren und planen wir. Hier zum Beispiel das Strafgesetzbuch für das Jahr 2150 und hier das bürgerliche Gesetzbuch, das dem künftigen Bau des Menschen angepasst ist. Ja, ja, ja. Ja. Oh, hier steht aber etwas über das Gesundheitswesen. Ja. Sie haben gerade die erste Paragraphen aufgeschlagen. In diesem Bereich werden die größten Änderungen eintreten. Sie wissen ja, der Mensch ist mit seinen Sinnen auf die Außenwelt eingestellt und nicht in Richtung seines eigenen Körpers. Sie können einen Vogel auf einem Baum in 100 Meter Entfernung genau wahrnehmen. Sie haben aber keine Ahnung davon, was in Ihrem eigenen Knochenmark, in Ihrem Bauch oder in Ihrem Ohr vorgeht. Ja, ja. Die Informationen aus dem eigenen Körperinneren sind immer unklar, unbestimmt, damit also irreführend. Hier drückt etwas, dort zieht etwas. Diese Ungenauigkeit erschwert den Ärzten ihre Arbeit ungeheuer. In Zukunft wird der Mensch unterhalb des Nackens eine ästhetisch entworfene Leistungsskala haben, die die jeweiligen Werte der lebenswichtigen Organe angibt. Ein Blick auf die Skala und die Diagnose ist gestellt. Nach weiteren 50 Jahren wird es dann keine Arztbesuche mehr geben. Die zentrale Gesundheitsaufsicht wird den Ablauf der Lebensprozesse bei jedem Staatsbürger aus der Ferne kontrollieren, um dann, falls nötig, über Funk im Fall einer Krankheit einzugreifen. Nein, nun gut. Ja. Nun gut, also dieser Bauchnabel, das Auge im Bauchnabel, die Polygamie, die Skala auf dem Rücken. Mhm. Ja, aber wozu dient diese Kurbel im Ohr? Das ist keine Kurbel, sondern ein Intelligenzmodulator. Als Gleicher unter Gleichen wird jeder Mensch potenziell eine hohe Intelligenz besitzen. Andererseits wäre der Besitz einer solchen Intelligenz im Alltag überflüssig. Ja, geradezu schädlich. So. Jeder stellt also mit dieser Kurbel seine Intelligenz nach dem Bedarf ein, den das Leben im gegebenen Augenblick erfordert. Ist das nicht einfach? Ja, ich weiß nicht.
Wie kann hohe Intelligenz jemandem schaden? Oh, auf hunderterlei verschiedene Weise, Herr Professor. Eine Gesellschaft, die aus lauter Genies oder, was Gott verhüte, aus lauter Universitätsprofessoren bestünde, müsste innerhalb kurzer Zeit zerfallen. Die Intelligenz hat Launen, kritisiert alles, arbeitet es um, meist zum Schlechteren. Wenn man auch zugeben muss, dass ein vollständiger Intelligenzmangel ebenfalls nicht angebracht ist. So wird man also bei der Geburt jedes Menschen durch Ziehung eines Lotterieloses festlegen, wie hoch er seinen persönlichen Intelligenzmodulator einstellen darf. Die volle Kraft seines Verstandes wird er nur in besonderen und außergewöhnlichen Situationen einschalten dürfen, ähnlich wie der Mensch heute nur in Notwehr uneingeschränkt handeln darf. Ja, ja. Und diese Schraube im anderen Ohr. Das ist der Emotionsmodulator. Ah. Ja, damit man seine Stimmung wählen und regeln kann. Wozu sich über etwas grämen und ärgern, woran doch nichts zu ändern ist. Wenn jemand in eine schwierige Lage gerät, stellt er erst, wie gesagt, seinen Verstand auf volle Kraft. Und wenn das nicht hilft, dreht er an diesem Knopf und verbessert seine Laune. Der kleine Drücker am Hinterkopf ist der Defrustrator. Er ist mit einem Gedächtnislöscher verbunden, damit man unangenehme Erinnerungen beseitigen kann. Fort mit allen Kindheitsträumen und unterdrückten Unterbewusstseinskomplexen. Eine kleine Bewegung mit dem Finger und alles, was unangenehm war und schmerzte, wird vergessen. Hier ist übrigens noch eine Sicherung, damit jemand, der sich am Kopf kratzt, nicht aus Versehen sein Gedächtnis völlig leer wischt, will sagen, in totale Amnesie verfällt. Ja, und das da ist die Gefühlseinstellung, damit man nicht den lieben muss, der gefällt, sondern den, der aus höheren sozialpolitischen Gründen geliebt werden soll. Wir können jetzt nicht in alle Details gehen, Herr Professor. Wir müssen Ihnen wichtigere Dinge vorstellen als die anatomischen. Noch wichtiger? Ja. Haben Sie von der existenziellen Relativitätstheorie gehört? Ich kann mich nicht erinnern. Vermutlich nicht. Ja, das wundert mich nicht. Diese Theorie wird erst in 20 Jahren entstehen. Erst in 20 Jahren? Ja, wir haben sie doch jetzt schon vorausgesehen. Wir könnten sie Ihnen erläutern. Ja, bitte, bitte. Ja, also, angenommen, Ihnen würde es dann so gehen wie jetzt. Aber alle anderen Professoren wären erheblich besser dran. Könnten Sie sich dann darüber freuen? Sicher nicht. Sie werden sich benachteiligt fühlen. Und wenn es umgekehrt allen anderen in Ihrem Fach sehr viel schlechter geht als Ihnen, was dann? Sie würden sich für einen ausgemachten Glückspilz halten. Und das ist die existenzielle Relativitätstheorie. Diese Beobachtung ist so alt wie die Welt. Nein. Das war nur die Einleitung. Das war nur die Einleitung. Früher wusste der Mensch so viel vom Leben, wie er selbst erfuhr. Heutzutage lebt der Mensch in zwei Welten wie in zwei konzentrischen Kreisen. In dem kleinen inneren Kreis direkter Lebenserfahrung wie bisher und in dem größeren der gesamten Welt, die nicht direkt erfahren, aber zur Kenntnis genommen wird. Ja, in diesem größeren Kreis erfahren Sie heute, dass die Welt auf wachsende Fehlbeträge, auf Mängel, auf einen Stillstand der Zuwachsraten zusteuert. Nicht wahr? Vor 30 Jahren jedoch herrschte in diesem Kreis die Meinung, die Welt steuere auf einen wachsenden Wohlstand zu. Stellen wir uns vor, der Pessimismus hätte schon damals geherrscht. Natürlich hätte man um jeden Preis Erdöl, Kohle und andere Rohstoffe aufgekauft und alle Preise wären rapid gestiegen. Dass man damals anders dachte, ist also jetzt reingewinnt, ganz gleich, wie die Zukunft sein wird. Die Preise waren damals stabil, weil die Menschen Vertrauen in die Zukunft hatten. Ja, ich folgere daraus. Das Selbstgefühl hängt nicht davon ab, wie die Situation wirklich ist, sondern davon, was man über die Situation denkt. Die Situation heute, das ist die ganze Welt, nicht nur die Erde, sondern auch die Planeten, die Sterne, der Kosmos. Die Stille der unendlichen Räume des Weltalls hat Pascal noch entsetzt. Auf dem Mars ist Wüste, auf der Venus heiße Hölle.
Wozu dieses Entsetzen, diese deprimierenden Nachrichten? Sie werden sowieso nie Ihren Fuß auf den Mars oder die Venus setzen. Wäre also die Nachricht nicht besser auf dem Mars, sei es ganz angenehm. Ja, ja. Und im Kosmos gäbe es eine Menge prächtig prosperierender Planeten. Warten Sie, ich sehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Man sollte den Menschen falsche Nachrichten liefern, wenn sie nur angenehm sind, nicht wahr? Herr Professor, ja. Sie sind in den traditionellen Vorurteilen befangen. Ja. Die Zukunft wird diese Vorurteile auf den Müllhaufen werfen. Die Meinung von vor 30 Jahren, die Welt sei rosig, ist heute als falsch anerkannt. Aber diese Meinung war den Menschen angenehm. Sie gab ihnen ein vortreffliches Selbstgefühl. Es war eine falsche Meinung, aber nicht, weil jemand sie mit Absicht gefälscht hätte. Man glaubte das damals ganz einfach. Ja. Genau, man glaubte das. Und heute glaubt man etwas anderes. Die Geschichte lehrt, dass Wahrheiten von gestern zu Unwahrheiten von heute werden. Und das geschieht ganz von allein. Niemand beschließt oder plant oder organisiert das. Diese elementare Entwicklung muss beendet werden. Das heißt, man muss sich mit der Theorie beschäftigen, wie man die Menschen human belügen kann. Herr Professor, jeder Mensch muss sterben. Außerdem vergrößert sich mit jedem Lebensjahr die Chance für einen Herzinfarkt, für Leukämie oder für Krebs. Das ist die Wahrheit. Muss man deshalb tagtäglich berechnen, um wie viele Punkte unsere Chancen, Krebs oder Leukämie zu bekommen, gestiegen sind? Das tut doch niemand. Von Leuten, die das tun, sagen wir, sie seien nicht normal, sie seien Hypochonder, sie seien depressiv, sie sollten zum Arzt gehen. Auch sie verhalten sich nicht so, als könnten sie jeden Augenblick an Krebs erkranken, sondern eher so, als würde das nie eintreten. Das halten wir für normal. Ja, ja. Niemand ist deshalb der Ansicht, dass alle Menschen in permanenter Lüge leben. Die Lüge ist etwas ganz anderes. Die Lüge steckt im inneren Kreis der Erfahrung. Zum Beispiel, wenn sie Krebs hätten und man ihnen einreden würde, sie hätten keinen Krebs. Die Lüge ist dort, wo die Wahrheit als erfahrbarer Zustand der Dinge existiert. Und wo es diesen Zustand nicht gibt, gibt es auch keine Lüge. Sie werden zugeben, dass es Zeus, Athene, die Zentauren und die Erinyen nie gegeben hat. Wir sagen, das waren Glaubensvorstellungen der alten Griechen, das war Mythologie. Wollen Sie sagen, das sei eine Lüge gewesen? Wenn Sie auf Ihre Weise ganz konsequent sein wollen, sollten Sie einräumen, dass auch das eine Lüge war. Ich aber behaupte, eine Lüge wäre es nur zu sagen, Sie seien ein Zentaur. Ja, stimmt. Die existenzielle Relativitätstheorie verkündet also, dass der äußere Kreis der Informationen dem Menschen angenehm sein soll. Wenn das Selbstgefühl davon abhängt, was der Mensch denkt und nicht davon, wie das ist, woran er denkt, dann muss man das Hauptbedürfnis der Menschen befriedigen, nämlich das nach einem guten Leben. Nicht mit Hilfe von Narkotika und chemischen Genussmitteln, die Geist und Körper zerstören. Nicht mit Hilfe von Mythen, Fanatismen und unverantwortlichen Versprechungen, die ein Paradies im anderen Leben, am anderen Ort oder in anderer Zeit zusichern. Das Bedürfnis nach einem guten Leben muss hier und jetzt befriedigt werden. Ja, ich glaube, hinter euren Worten steckt doch kein Zynismus. Es geht hier also nicht um den Wunsch, die Menschen zu betrügen, damit sie es angenehm hätten, sondern um die Schaffung eines völlig neuen Glaubens anstelle der religiösen Glaubensvorstellungen. Aber das klappt nicht, meine Herren. Denn zuerst müsste sich doch jemand das alles ausdenken, diese zu glaubende Welt, diese Informationen. Und dieser jemand würde wissen, dass er selbst das alles ausgedacht hat. Am Anfang also würde eine Lüge stehen. Vielleicht eine in der Intention sehr edle Lüge, vielleicht eine wie die Kunst, aber dennoch eine Lüge. Das lässt sich nicht vermeiden. Sie haben insofern recht, als sich das nicht an einem Tage oder gar in 10 Jahren machen lässt. Aber leider denken Sie an die Zukunft mit den Kategorien der Vergangenheit, wenn Sie Wörter verwenden wie Kunst, Lüge, Ausdenken. Nun, ja. Wenn ich Informatik sage, werden Sie an Computer denken, die Pillen und Sterne zählen, Hotelbetten reservieren, Texte übersetzen. Und Sie werden recht haben.
Genauso wie derjenige recht hatte, der vor 2000 Jahren von einer Handvoll jüdischer Hausierer sagte, sie seien gewöhnliche galiläische Fischer und dort irgendwo treibe sich der Sohn eines Tischlers oder Zimmermanns herum. Nun, war das nicht die Wahrheit? Und dennoch war es nicht die volle Wahrheit. Ich gebe zu, ich bin ein wenig überrascht. Sie sind wirklich keine Erfinder, eher schon Apostel. Aber ich weiß immer noch nicht, was ihr verkündet. Wessen Kommen wollt ihr prophezeien? Dass der Informatik, dass der Computer, die Welt verändern und sie für die Menschen verbessern werden? Wie denn? Wieso und warum? Das sind doch nur Fachkenntnisse, das ist Wissen plus Experten plus Maschinen und weiter nichts. Soll in diese Maschinen von irgendwoher der Geist der Offenbarung herabsteigen? Herr Professor, wir verkünden keinen konkreten Glauben. Ihr Hauptvorbehalt betrifft die Urheberschaft an dem Glauben. Der Glaube müsse an seiner Quelle in ein Geheimnis gehüllt sein, damit niemand auf den zeigen kann, der ihn sich ausgedacht hat. Sagen Sie. Daraus ergibt sich Ihnen zufolge der Schluss, es lasse sich nichts machen, aber so ist es nicht. Das Geheimnis wird bleiben. Aber es wird völlig anders sein als in der Religion. Es wird kein Geheimnis sein, das irgendwo außerhalb der Welt und des Lebens angesiedelt ist, sondern es wird hier lokalisiert sein. Ich sehe Ihre Ungeduld. Sie wollen, dass ich ganz konkret sage, wer, auf welche Weise und aufgrund welcher Pläne und Voraussetzungen damit beginnen wird, den neuen Glauben zu konstruieren, dieses neue Haus des menschlichen Denkens. Sehen Sie, Professor, ich kann ja keine künftigen Begriffe für die Bezeichnung künftiger Dinge benutzen. Sie sind ja noch gar nicht entstanden. Ich muss heutige Begriffe benutzen. Deshalb ist alles so schwierig. Deshalb geht es so langsam. Ich kann aber sagen, es wird eine Ingenieurtechnik der Sinngebung und Werte entstehen. Und das nicht, um propagandistisch irgendwelche Hoffnungen zu wecken, sondern um den menschlichen Bedürfnissen zu dienen. Ich könnte jetzt viele Vergleiche anführen, aber in Bezug auf den Kern der Dinge sind sie alle schief. In einem gewissen Sinne benimmt sich der Priester, der die Messe zelebriert, wie ein Kellermeister und wie eine Hausfrau. Denn er trinkt den Wein aus dem Kelch und trocknet dann den Kelch mit einem Tuch ab. Er trinkt den Wein und wischt das Gefäß aus. Ist das nicht so? Tatsächlich ist es so. Aber geht es darum? Es geht auch vielmehr um das Bündnis mit Gott. Nur wir verkünden nicht dieses Bündnis. Wir verkünden das Bündnis des Menschen mit ihm selbst, in dem eine neue, die nächste Daseinsberechtigung geschaffen wird. Hier könnten Sie einwenden, also eine Lüge. Aber es wird keine Lüge sein. Es wird keine Lüge mehr sein. Warum? Aus dem gleichen Grund, aus dem ein Riesenbrand kein Feuer mehr ist, sondern eine Supernova. Und eine sehr komplizierte chemische Verbindung, keine chemische Verbindung mehr, sondern Leben. Genauso wird eine vollkommene Imitation des Denkens zur Seele. Und, wenn Sie unbedingt wollen, wird eine vollkommene Lüge, so eine wie die Kunst, zur Wahrheit. Waren die Worte "Der Mensch kann fliegen" nicht einst die Unwahrheit? Sie waren eine Lüge, denn damals konnte er es nicht. Ein Gelehrter, der im Probierglas einen Virus synthetisiert, unterscheidet nicht mehr zwischen dem authentischen Virus und der Kopie, weil sie nicht zu unterscheiden sind. Es gibt also eine Schwelle, hinter der die Imitation der Kreation gleicht. Das Künstliche authentisch wird und die Fiktion die Wirklichkeit übertreffen kann. Verstehen Sie? Ich verstehe. Meine Herren, Sie haben mich nicht überzeugt. Ich glaube nicht an Ihre Vision. Vielleicht ist das eine Frage mangelnder Vorstellungskraft oder zu großer Skepsis, vielleicht auch meine Misanthropie. Ich weiß es nicht. Trotzdem danke ich Ihnen. Denn schauen Sie, ich glaube Ihnen nicht und fühle mich trotzdem irgendwie besser. Es ist sonderbar, aber wenn ich höre und sehe, dass jemand eine Hoffnung hat in diesem Börsental der Tränen zwischen Bomben und Kursnotierungen, eine Hoffnung ohne ökonomische oder geopolitische Ziele, dann sinkt mein Blutdruck und meine Menschenfeindlichkeit, die ist dann wie weggeblasen.